Nach den furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus brauchte es mutige Männer wie Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, um sich aufeinander zuzubewegen. Aus der Geschichte lernen, die Zukunft gestalten. Unter diesem Motto begannen vor 50 Jahren die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Mit einer Jubiläumsveranstaltung würdigt die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag diese Beziehungen. Das Entscheidende waren nicht unsere Bemühungen, so notwendig sie waren. Das Entscheidende war etwas ganz anderes. Ein unglaublicher Glücksfall für uns, dass der Staat Israel und die Juden bereit waren, die Hand auszustrecken, die wir dann annehmen konnten. Heute bilden die Beziehungen zum Staat Israel eine der tragenden Säulen der deutschen Außenpolitik. Israel und Deutschland sind durch ein dichtes Netz wirtschaftlicher, kultureller und auch zivilgesellschaftlicher Kontakte verbunden. Durch diese Beziehungen baut man auch diese Freundschaft auf. Freundschaft, dass in unserem Fall, wenn unsere Vergangenheit, das heißt die Shoah, Täter und Opfer, sehr wichtig und einzigartig sind. Neben Politikern und Experten, die zum Teil auch aus Israel zugeschaltet werden, erhalten auch Vertreter der jungen Generation die Gelegenheit, die deutsch-israelischen Beziehungen zu bewerten. Ich war persönlich beeindruckt, als ich Bundeskanzlerin Merkel in 2009 gehört, die Existenzrecht zu Stadtraison Deutschland zu nennen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind nicht nur einfache Beziehungen zwischen zwei Staaten, sondern gerade auch aufgrund der schrecklichen Vorkommnisse der Geschichte ist es eine ganz, ganz besondere Beziehung. Und daraus leite ich konkret ab, dass wir für das Existenzrecht des jüdischen Staates Israels uns heute in besonderer Verantwortung einsetzen müssen. Und das ist, wie unsere Bundeskanzlerin gesagt hat, Staatsversorgung.